Beşiktaş Istanbul gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag der Champions League-Saison 2021-22. Und wir bekommen es hier meiner Meinung nach mit einem recht coolen Duell zu tun. In diesem Duell trifft der türkische Meister auf den dritten der Bundesliga des letzten Jahres. Mit Batshuayi haben die Türken einen Stürmer im Kader, der bei Borussia Dortmund bestens bekannt ist. Er hat zwar dort nur ein halbes Jahr gespielt, aber seine Qualitäten durchaus unter Beweis gestellt. Darüber hinaus haben beide Teams in ihren Ligen einen soliden Start hingelegt. Beşiktaş an der Stelle sogar mehr als solide. 10 Punkte aus 4 Spielen, 7 Tore und 0 Tore kassiert bis hierhin. Da kann man schon mal sagen, die Defensive steht. Bei Dortmund sieht das etwas anders aus, da hat man schon 9 Gegentore kassiert in der Liga, allerdings auch schon 13 geschossen und man ist deswegen auch trotzdem oben mit dabei. Mit der Dortmunder Offensive werden die Türken auf jeden Fall ihren Spaß bekommen. Gerade Erling Haaland, der die Champions League liebt, wird hier definitiv für Wirbel sorgen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass er hier wieder das ein oder andere Tor machen wird. Für mich ist der BVB in diesem Spiel auf jeden Fall der Favorit. Aber da wir alle Dortmund kennen, wissen wir auch, dass die Dortmunder auf jeden Fall hellwach und konzentriert sein müssen. Denn es ist ja durchaus das ein oder andere Mal passiert, dass den Dortmundern die Favoritenrolle nicht allzu gut getan hat. Deswegen klare Devise, auf keinen Fall Beşiktaş unterschätzen. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viele Fans in der Türkei zugelassen sind, aber eine Sache, die weiß ich, die Stadien sind gerade, wenn es um internationale Spiele geht, wie Hexenkessel. Da man allerdings in Dortmund nichts anderes gewöhnt ist, denke ich, dass das hier kein Nachteil für den BVB werden wird. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Dortmunder hier zu Null spielen werden. Irgendwie ist da aktuell auch der Wurm drin. Zu Null ist aktuell bei Dortmund einfach nicht drin. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, Batshuayi wird auf jeden Fall treffen. Und behaupte einfach mal, das wird der einzige Treffer für die Türken sein. Fun Fact am Rande, das letzte Duell, das Dortmund gegen eine türkische Mannschaft bestritt, war gegen Galatasaray Istanbul und dieses Duell gewann man mit 4:1. Das ist ein Ergebnis, das ich mir durchaus auch bei diesem Spiel vorstellen kann. Aber so weit würde ich nicht gehen, ich würde hier eher auf ein 3:1 für den BVB tippen. Ist zwar jetzt kein großer Unterschied, aber ich glaube nicht, dass es hier eine totale Klatsche geben wird. Generell bringen die Dortmunder hier eine gehörige Portion Selbstvertrauen mit. Gegen Leverkusen ist man dreimal zurückgekommen und hat dann noch das vierte Tor hinterhergeschossen. Das Team ist auf jeden Fall motiviert. Ich denke, das wird man in diesem Spiel auf jeden Fall merken. Und deswegen wäre aus meiner Sicht ehrlich gesagt alles andere als ein Sieg für den BVB für mich eine Riesenüberraschung. Aber vielleicht seht ihr das ja alles ganz anders als ich. Und deswegen seid an der Stelle ihr gefragt. Was denkt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir gerne mal eure Tipps und Prognosen dazu in die Kommentare. Ich bin richtig gespannt, wie ihr dazu steht. Ansonsten denkt natürlich wie immer daran, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, solltet ihr neu hier sein, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, Leute, macht euch einen schönen ersten Champions League Spieltag und bis zum nächsten Mal.